So, und weiter kann's gehen. Eine Person haben wir noch und ja, mal schauen, was denn dieser Leutnant hier unten treibt. Lieutenant Steve Cortez, Shuttle-Pilot. Ich habe Neuigkeiten über unsere Nachschubketten. Ah, perfekt. Gute Arbeit, Lieutenant. Was gibt es? Dios, ganz ohne Hallo direkt zum Geschäft? Sie beide müssten mal chillen. Interessiert Sie das? Oder spricht da wieder nur das Cerveza? Also, was ist mit unseren Nachschubketten, Lieutenant? Die Nachschubketten der Allianz sind ein Chaos, aber die Wirtschaft der Citadel läuft noch. Ich habe die Citadel-Händler im Netzwerk. Sie können auswählen und einkaufen von dieser Konsole aus. Aha. Wenn ich ein Geschäft einbinde, sage ich Bescheid. Die Lieferung zur Normandy ist teurer, also sollten Sie nötige Vorräte lieber kaufen, wenn Sie vor Ort sind. Sie sind also mein Shuttle-Pilot und richten Nachschubketten ein? Ich wurde nicht als Pilot angeheuert. So etwas braucht man im Trockendock nicht. Ich habe die Nachrüstung des Frachtraums überwacht. Außerdem bin ich bestens vertraut mit der Bedienung und Wartung des UT-47 Kodiak und des M-44 Hammer. Bei meiner Erfahrung war es sinnvoll, nach dem Verlassen der Erde als Shuttle-Pilot zu arbeiten. Zumal Mr. Vega Kollisionen sehr zu schätzen scheint. Nur zur Rettung, Pendejo. Außerdem kümmere ich mich um die Logistik, damit Waffenkammer und Shuttle aufgefüllt und gewartet sind. Okay, supi. Also unser eigener privater Pilot und natürlich Nachschublieferant. Sehr schön. Wie lange sind Sie schon bei der Allianz? Etwa 10 Jahre. In der ersten Flotte auf der SSV Hawking. Ich habe hauptsächlich F-61 Tridents geflogen. Ich liebe die Trident. Sie tanzt praktisch. Ich habe an meinem Vogel immer sehr viel rumgebastelt und dabei auch einen Ruf erworben. Sie fliegen und reparieren also Jäger. Ja, und ich habe auch ein Talent für Beschaffung. Allerdings hielt man es dann doch für sinnvoller, dass ich ein Flugdeck kommandiere. Vor 5 Monaten wurde ich auf die Normandy versetzt, um die Modifikationen des Frachtraums zu überwachen. Okay, Bodenfahrzeug. Genau, Bodenfahrzeug. Wir müssen das Ding ausschalten, damit Hammer landen kann. Er kam zur Nachrüstung ins Tech-Labor. Für die Mobilität bei einem so kleinen E-Zero-Kern wurde bei der Panzerung gespart. Das wollten die Techniker im Labor verbessern. Nach der Reaper-Invasion ist das Labor bestimmt nur noch ein Haufen Schutt. Das hat man aber billig eingebaut, muss man ja sagen. Immer wirklich sehr billig eingebaut. Ich meine, das mit dem mit diesem Hammer, das ist ja ein DLC, den muss man sich ja erst runterladen, kostet nichts. Von daher, jeder, der Mass Effect 2 hat, sollte das mal unbedingt auch gemacht haben, weil die Missionen, die sind schon relativ witzig. Der Feuergänger heißt das. Aber das hat man hier dann im Mass Effect 3 doch relativ billig eingebaut. Das merkt man, dass das nachträglich reingekommen ist. Die Stimmlage passt erstens nicht, die Lautstärke passt nicht, die Stimme passt überhaupt rein gar nicht und ach, also, naja, billig. Das Kodiak sieht etwas anders aus. Sehr gut beobachtet. Das ist das UT-47A Kodiak. Mit einem verbesserten E-Zero-Kern und prototypischer Tarntechnologie auf Basis der Normandy. Ich kann sie praktisch überall unentdeckt rein- und rausbringen. Sie fliegt wie ein Ziegel, darum braucht man einen guten Piloten. Oh ja, Ziegelsteine fliegen immer sehr gut. Verwalten Sie die Waffenkammer? Ja, zusammen mit unserem erlauchten Mr. Vega. Auch wenn die einzige Waffe, die er regelmäßig wartet, er selbst ist. Darauf stehen Sie doch total, Esteban. Als erstes haben wir die Waffenkammer von Deck 2 nach unten verlegt. Keine Ahnung, was Cerberus sich dabei gedacht hat. Jetzt heißt es raus aus dem Fahrstuhl, Ausrüstung gepackt und rein ins Shuttle. Wie auf der ursprünglichen Normandy. Willkommen zurück in der Allianz, Commander. Ja, supi. Und jetzt, die Familie. Sie waren auf der Erde stationiert. Haben Sie dort Familie? Ich bin ein Einzelkind. Meine Eltern sind lange tot. Als ich auf Ferris Fields stationiert war, hatte ich dort einen Ehemann. Die Kollektoren haben die Kolonie ausgelöscht. Mein Mann auch. Ich will darüber nicht reden. Achso, ich wollte gerade sagen, es hängt mal wieder. So. Ja, Commander. Ja. Im Zuge der Gleichberechtigung. Jetzt fehlen nur noch die Lesben. Ich meine das jetzt nicht böse. Ich habe dagegen rein gar nichts. Ich bin offen für alles. Mir sind aber Frauen lieber. Wesentlich lieber. So, ich muss das Schiff neu kaufen. Hat einfach einen gewissen
Grund. Denn Fraps war wieder mal an die Taste des Schnellladens gebunden. Und Schnellladen war oben bei Liara. So, was ich auch noch machen möchte, ist ihr mal diese Waffe schnell noch modifizieren. Und zwar, da will ich nämlich nichts mehr drauf haben. Ich ziele selber lieber so, wie ich es kann. Haben wir denn hierfür ein Waffenmod? Nein, haben wir natürlich nicht. Shotgun. Wir haben auch, glaube ich, nur eine von diesen Waffen. Okay. Das Problem ist, man kann hier an dieser Position nur leider seine eigenen Waffen aufrüsten. Und ich habe gerade noch was gesehen. Das will ich nicht. Weg mit. 200% Aufladekapazität der Kräfte ist mir lieber. So. Sehr schön. Dann können wir ja endlich mal ins Eingemachte gehen. In Clustern, die bereits von Reapern erobert wurde, können sie mit Hilfe des Tarnsystems der Normandy eindringen, um dort nach Überlebenden, Bergungsgut und wertvollen Informationen zu suchen. Sehr schön. Gut, sprich, wir können überall reinfliegen, wo wir denn wollen. So. Da, wo es blinkt, sind wir. Bin jetzt gerade nur verwirrt, weil hier im eigentlichen System anfliegen. Wir sind noch. Ach, wir sind wahrscheinlich jetzt nur so zu Testzwecken. Also wir sind schon noch hier auf der Citadel. Das ist wahrscheinlich nur, dass man. Gut, wir sind jetzt hier irgendwo im Weltraum. Dass man die Nachricht sieht, dass man die Cluster aufzieht. Auf die ich ja jetzt hätte auch näher eingehen können, ne? Die Normandy ist mit einem neuen und verbesserten Scan-Impuls ausgerüstet, der interessante Objekte aufspüren kann. Setzen Sie ihn ein, um Kriegsaktivposten, Artefakte, Informationen und Treibstoff zu finden, während Sie durch ein System fliegen. Beachten Sie aber, dass bei jedem Einsatz des Impulses die Chance steigt, dass Reaper in das System einfliegen, um die Lage zu sondieren und ihnen eine Sonde hinten hineinzuschieben, die dann explodiert und sie sterben. Okay. Sollte das mal der Fall sein, kann man das Ganze wieder zurücksetzen, indem man irgendeine Mission macht. Also, was heißt das? Ich kann hier jetzt zwar sagen, wir fliegen hier die Umlaufbahn an. Das war es dann allerdings auch schon. Das kann ich jetzt bei allen Planeten machen. Ja, wie scannt man denn jetzt? Ganz einfach. Man positioniert das Schiff meistens irgendwie geschickt. Ich habe etwas gefunden. Drückt dann die rechte Maustaste. Jetzt müsste, genau, Reaper Aufmerksamkeit hier, wo diese Pfeile sind. Nein! Oh, ich darf das nicht zu oft machen, hey. So, hier sieht man, da scannen die. Anfangs sind sie jetzt, glaube ich, noch so ein bisschen friedlichst. So, wenn es um den Planeten ist, ist meistens irgendwas Tolles auf dem Planeten. Ach, es war der Planet, nicht der Mond, okay. Ich glaube, vorher kann man auch auf dem Planeten landen und dann gucken. Also, ich meine, da kann man sich dumm und dabbig suchen, bis man sowas dann findet, ne? Wenn man es nicht weiß. Das war es im eigentlichen Sinne schon. Ressourcen kriegen wir keine. So, wir kriegen einen Kriegsaktivposten. Das schauen wir uns dann an, sobald es soweit ist, was das nochmal ist genau. Ist im eigentlichen Sinne eher dann nur die Verstärkung des Kriegsaktivposten. 50% bedeutet, hier ist noch was versteckt. Wo? Ja, ist halt die gute Frage. Je mehr diese Aufmerksamkeit ist, desto schlimmer wird's. Ich kann auch mal hier stehen bleiben und dann dürft's eigentlich relativ. Ja, doch. Gibt doch mal so einen Zusatz. Prozentpünktchen, wenn wir in dieser Wellenlinie drin sind. So, jetzt müsste es gleich machen. Mein Lieblingsgeräusch übrigens in diesem Spiel. Nee, eigentlich nicht. Ich hasse es, wenn das kommt. Sag mal, das gibt's doch gar nicht. Wo ist dieser blöde Punkt? Ach. Die werten Herren Reaper kommen ja endlich mal. Ich fliege jetzt absichtlich mal so ein bisschen. Man sieht, die werden schneller und schneller und schneller und schneller und sind zu schnell. Und bam! Oh. Ich hätte es nicht gedacht, dass wir das noch schaffen. Ja, und Treibstoff verprassen wir natürlich ebenfalls.
Wo ist da dieser Kriegsaktivposten? So, da ist das Cerberus-Labor. Ich glaube, in den Sektoren, Signal bestätigt, wo man Missionen hat, kommen keine Reaper an. Wenn man 100% halt erreichen will, muss man das immer machen. Das gibt jetzt 50% für normal. Scanner starten. Ja, Kriegsaktivposten gibt es, Artefakte gibt es, die wir dann für Missionen brauchen. Bergungsgut, Credits. Ja, Credits. Bergungsgut ist eigentlich immer Credits. Und Credits sind immer sehr gut. So, 50%, genau. Und das da hier ist ebenfalls nochmals 50% diese Mission. Und das wollen wir ja jetzt tun. So, landen wir darauf. Mein Gott. Jetzt geht endlich die Party los. Puh, schwere Auswahl. Wen nehmen wir denn mit? Ich würde sagen Liara und James. Achso, Auswahl, Aussehen könnten wir auch verändern. Dann haben sie halt eine andere Rüstung an. Aber wir werden noch so oft dazukommen. Ja, dasselbe könnten wir jetzt bei denen machen. Liara ist ja ebenfalls Biotikerin. Bei ihr sind sogar diese Waffenslots gesperrt. Sie kann nur diese zwei Waffen benutzen. James kann... Ach, nur Shotgun und das da machen. Okay, okay, interessant. Wir dürfen natürlich alle Waffen nehmen, wo wir wollen. Mit dem Nachteil, dass wenn wir alle Waffen haben, sind wir, glaube ich, bei minus 200% auf Ladekraft der Dingens. So, ziehen will ich bitte pushen, denn mir wurde ja der Tipp gegeben. Vielen Dank an dieser Stelle. Mit ziehen kann man denen die Schilde wegnehmen. Ach, du heilige Maria Mutter Gottes. Also ich mache erstmal Standard. Standard ist bei mir im eigentlichen Sinne, alles was wertvoll ist, wird auf Level 3 schon mal gebracht. Warp auf jeden Fall. Ich glaube, sie mache ich Warp Standalone nach oben. Schadenwirkungsradius, Kraft der Warp-Detonation. Das ist natürlich sehr nett, aber hier Single-Target-Schaden nach oben, bitteschön. Waffenschaden? Nee. Dafür den Schaden erhöht und Dauer um 60%. Und was kriegen wir denn dahin? Aufladezeit 35%. Gegen Barrieren und Panzerung um 50%. Schwächt gepanzerte Ziele. Das ist ja sehr gut. Hey, ich brauche das selber. Ich kann nicht da und Diara mit dabei haben. Pure Biotik ist natürlich auch sehr schön. Ja. Man liest ja hier eigentlich, was es eigentlich immer großartig bewirkt letzten Endes. So. James müsste... Ups. Übersprungen werden. Ein Rufsignal von Admiral Hackett. Stellen Sie ihn durch, Lieutenant. Shepard, wir haben ein geheimes Cerberus-Labor entdeckt. Funktion unbekannt. Ein Erkundungsteam musste sich zurückziehen, bevor Ergebnisse vorlagen. Weitere Infos? Wir glauben, sie lagern und studieren in der Anlage Reaper Tech. Wir haben uns gefragt, was Cerberus mit den Reapern zu tun hat. Und dort liegt vielleicht die Antwort. Ja. Wir sind dabei. Techtelmechtel. Finden Sie raus, was Cerberus macht. Und bringen Sie mir Proben von Reaper Tech, Commander. Hackett Ende. Ja. Machen wir doch alles. Okay. Ja, ich werde natürlich immer so verfahren. Ich werde erst die ganzen Nebenmissionen machen, dann die Hauptaufgabe. Weil ansonsten werden es zu viele Nebenaufgaben, wenn ich das dann mache. So haben wir dann immer wieder ein schönes Geschmasch. Zumal man die Nebenaufgaben so oder so immer gut braucht. Commander, ich habe das erste Lager geortet und aktualisiere Ihren Navi-Punkt. Thanks. So, ja, überall... unterwegs. Boah, nerv halt. So. Überall finden wir dann auch immer solche Waffenplots, beziehungsweise Munitionskisten, so muss man es ja eigentlich sagen, Plots ist ja schon wieder was ganz anderes. Munitionskisten meinte ich natürlich, Munition drin und Granaten jeweils, das macht das Spiel so vom Kämpfen her eigentlich relativ einfach. Wobei es natürlich stellenweise schon sehr, sehr, sehr knackig sein kann. So, V, da drüben ist es, sehr schön, wir schauen uns erstmal um. Was haben wir denn da? Ach, guck mal an. Fehlgeschlagenes Medigel-Experiment. Oh, Medigel-Verbesserung nur für Hanar. Außer Cerberus würde das niemand einen Fehlschlag nennen. Aber echt mal. Tja, das liegt daran. Was war das gerade? Oh oh. Ach ne, ich hab gedacht, ich hätte jemand Böses gesehen. Ich habe jemand Böses gesehen. Hallo, Kollege. Oh. Komm. Au. Komm, wir verschlagen ihn einfach mal so.
ich will bestimmt nicht sterben. Bestimmt nicht hier bei der ersten Mission. Also von daher gibst du mir erstens mal die richtige Waffe. Zweitens, Warp aktiv. Ach toll, ein Centurio. Frisst Granaten. Sag mal, will der mich verarschen? So, ja, solange er natürlich Schilde auf hat. Und Liara bisher ein bisschen besser damit noch zurechtkommt wie meiner einer. Sollten wir doch ein bisschen aufpassen. Supi. Ja, das fängt ja schon mal saugut an. Hallo, Kollegen? Seid ihr weg? Wo ist mein Plot? Kann es das sogar sein? Das da? Wahrscheinlich, ne? Ach, guck mal. Man kommt auch außenrum dorthin. Sehr schön. Achso, halt. Ja, ich muss hier in der Nähe bleiben. Deaktivieren, deaktivieren, deaktivieren. Das sieht total seltsam aus. Ich nehme an, wir sind fündig geworden. Was ist das? Das sieht ja sehr komisch aus. Okay, aber das... Das da hier ist zumindest... Schon mal das Erste. Jetzt müssen wir natürlich... Wo sollen wir jetzt hin? Wo sollen wir hin? Wo sollen wir hin? Upset Point. Okay, das könnte da unten der Jäger sein. Wird wahrscheinlich auch so sein, hä? Ja. Okay. So ein bisschen rumschauen, weil ich glaube, so einfach wird es nicht, hä? Habe ich nur das eine Ding? Mann. Oh, genau. Und natürlich immer die Augen offen halten. Überall sind solche Modifikationen. Er läuft halt relativ langsam, dieser Shepard, finde ich. Von der Schritt, also von der Geschwindigkeit, Laufgeschwindigkeit hätte man da ein bisschen raufgehen können. Aber naja. Was soll's. So. Zweites Lager geortet, Commander. Navi-Punkt aktualisiert. Wohin? 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 Ah, nach unten. Oh, meine Freunde sind da. Hallöchen. Ach, diese blöden Centurios hier. Ich gebe einem aber ganz gekonnt auf die Nüssen. So, frisst das da einfach. Hä? Ach, guck mal, das ist... Oh, Kampftechniker. Shit. Ja, Kampftechniker sind nicht dead. Kampftechniker erst ausschalten, dann töten. Ja, erst ausschalten, dann töten. Sehr schlau. Mein Gott, würdest du mal aufhören? Oh nein, 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 komm, 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 komm. Wir wollen Freunde sein. Wir wollen Freunde sein. Ganz große Freunde. Ich will doch erzählen, was du so machst. Und dafür musst du erstmal sterben. So. Der Typ ist aus einem einzigen Grund explodiert. Weil ich so geil bin. Nein, natürlich nicht. Er baut diese netten Dinger dort unten auf. Geschütztürme. Würde ich jetzt diesen Geschützturm einfach nur zerstören? Wir sind natürlich durch Schilde geschützt. So. Ich habe natürlich da voll auch jetzt gerade den... Wo sind eigentlich meine Leute? James. Dich bräuchte ich dafür. Naja, gut, egal. Was ich sagen wollte, mit Warp habe ich da natürlich voll die guten Karten. So. Er hat das Ding auf dem Rücken. Er hat das Ding auf dem Rücken. Ja, geh mal hin. Komm, zeig's den lieben Leuten. So. So, ja. Und solange ich jetzt, oder wenn ich jetzt dann wieder hergehe und mache das Ding kaputt, dann holt er sich natürlich wieder Neues. Ist ja ganz klar. Also heißt das immer erst diese Techniker zerstören, töten. Nein, zerstören trifft's ja. Es sind ja irgendwie so modifizierte, komische Kerle. Muss man ja dazu sagen. Und ich spiele hier eine halbe Ewigkeit gerade schon an dieser blöden Mission herum. So. Gut, da mir aber die Zeit auch ausgeht, will ich nur bis hier hinkommen. Wow! Und verabschiede mich vorerst mal. Bis zum nächsten Mal. Baba!